on The Walking Dead. What's your name? I'm Clementine. You've been all by yourself through this? I know who you are, and I know you're a killer. It's how the world works now! Lee, are those bad people dead? I hope you know what you're doing with her. I got it! Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Okay, you can come, but you have to promise to stay quiet. Clementine? Clementine! Oh. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Die! Lee, I saw my parents. I know. You could leave me. It's okay. You can come with me. No, honey. I can't. It's okay. Find Omid and Krista. Damit herzlich willkommen, meine lieben Freundinnen und Freunde. Wir sind hier bei The Walking Dead Staffel 2. Haben ja, sowohl ihr, die es hier bei YouTube seht, als auch ich, der es gerade spiele, haben ja mehr oder weniger gerade Staffel 1 abgeschlossen. Ich habe mich doch dazu entschlossen, Staffel 2 direkt anschließend zu spielen. Gestern habe ich Staffel 1 zu Ende gespielt. Da war ich einfach sehr mitgenommen, bin ich ehrlich so. Mich hat das sehr, sehr mitgenommen hier, das Ende von Lee und das Ende von, Omid, you can't be serious. Ja, wir machen mal kurz Pause. Ich wollte sowieso den Ton ein bisschen lauter stellen. Eben kam mir das im Menü sehr laut vor, deswegen habe ich es ein bisschen leiser gemacht. Jetzt bin ich wieder aus dem Pausemenü raus. Also wie gesagt, mich hat das sehr mitgenommen gehabt, das Ende von Lee und das Ende dieser doch sehr schönen, dieses schönen Bundes sozusagen zwischen Clementine und Lee. Und ich bin halt ein Anhänger und ein Fan von Happy Ends und ich hätte mir einfach ein Happy End für die beiden gewünscht. Aber wie gesagt, wir sind hier bei The Walking Dead, genauso wie The Walking Dead ja ein Universum ist wie Game of Thrones oder ähnliche. Gibt's da halt nicht die Hauptcharaktere, die zwingend überleben müssen. Früher in Serien, so in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, in der ich angefangen habe, Serien zu schauen, so das waren so die 90er und frühen 2000er, wobei eher so die frühen 2000er, 90er nicht unbedingt. Aber wie gesagt, da waren auch so die Serienuniversums, da gab es so eine Handvoll Hauptcharaktere und da war man sich ziemlich sicher, die sind safe und die haben am Ende auf jeden Fall auch irgendwie immer eine Art von Happy End. Es gab halt immer so diese klassische Erzähllinie. So am Anfang war es so ein bisschen dödelö, dann wurde es dramatisch, dann wurde es actionreich, dann war auf einmal so ein heftiger Bruch, so wo man dachte so, oh mein Gott, das kann ja gar nicht mehr gut gehen irgendwie. Und dann kam aber klar, so das strahlende Ende mit dem Held oder der Heldin, die dann im Endeffekt alles zusammengefügt hat. Und dann war er nachher, alle waren glücklich, alle hatten so ihr persönliches Happy End. Und so wünsche ich mir die Welt halt auch ehrlicherweise. Aber so wird sie ja nicht sein und ist sie auch nicht. Und deswegen sind The Walking Dead und Game of Thrones ja schon sehr realistischer. Aber wie gesagt, ich hätte mir halt für die einfach ein Happy End gewünscht mit Clementine zusammen. Und hat es halt leider nicht gegeben. Deswegen war ich, als sie die Folge gestern beendet haben, und das Staffelfinale von Staffel 1 sozusagen hatten, war ich so ein bisschen so, keinen Bock jetzt weiter zu spielen. So. Aber jetzt habe ich doch wieder Lust, jetzt spielen wir Staffel 2. Jetzt höre ich auf zu reden hier, wir gehen jetzt rein. Wir haben gerade schon gesehen, Omid und Krista gibt es auf jeden Fall noch. Das heißt, es wird ein Wiedersehen geben. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall hoffentlich, dass Lees letzter Wunsch, dass Clementine zu Omid und Krista findet, erfüllt wird. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie es weitergeht. Jetzt gehen wir auch wirklich rein, ich höre auf zu sammeln, Entschuldigung. I am. We are not doing that. Ach, sie sind sogar schon zusammen, okay. Because. Sehr gut. So mit dem Sound, wie gesagt, da We're not calling our baby Omid. One of you is enough. Da prabbeln wir uns wieder so ein bisschen rein, wie in jedem Spiel. Ach so, sie ist mittlerweile. Oh, das ist ja alles deutlich anders. Omid Junior. No. You have to admit it has a ring to it. Omid is a good name. I like it. Thank you, Clementine.
You always agree with him. Because I'm always right. Finde ich schön, dass wir die beiden dabei haben. Sind ja Charaktere, die sind ja relativ spät zu uns dazu gestoßen. War ich am Anfang auch sehr skeptisch, gerade Krista gegenüber. Haben sich aber immer mehr und besser entwickelt. Und vor allem, sie werden, glaube ich, genauso wie die alles für Clementine tun. Remember that time in Barstow? Vegas Weekend? Wie gesagt, ansonsten sind ja alle aus unserer ersten Staffel tot. Why don't you get cleaned up in the girls' room, Clem? I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be und wir right steuern next jetzt in der ersten Staffel haben wir durchgehend Lee gesteuert. Das heißt, in dieser Staffel werden wir vermutlich durchgehend Clementine steuern. Ist eine spannende und andere Perspektive, ne? Da an dieser Stelle muss ich einfach erinnern, weil ich es neulich noch gesehen habe. Ich habe neulich Zombieland gesehen und Zombieland 2 im Anschluss auch. Da gibt es ja die eine Regel von dem Charakter, der von Jesse Eisenberg, der gespielt wird. Die eine Regel ist ja Vorsicht vor Toilettenräumen und da hat er ganz recht mit, weil auf Toilettenräumen können jederzeit irgendwelche Zombies lauern oder aber Zombies kriechen in deine Toilette, während du sozusagen beschäftigt bist. Das heißt, wir checken jede Kabine hier. What's that? Ein ekliger Stoffhase. So, dritte Kabine. Da muss jetzt der Zombie sein, sonst wäre es ja hier. Nö. Das ist mir. Ja, aber da bin ich anders als Clementine eingestellt. No one's here. Weil die Toilette ist mir irgendwie zu sauber gewesen. So, das war irgendwie etwas merkwürdig. Gut, wir haben eine komplett andere Steuerung auch hier, sehen wir schon. Grafisch hat sich ein bisschen angepasst, dass es ein bisschen feiner ist, irgendwie detaillierter. Ja, wie soll man sagen, ein bisschen. Ich sag mal, es ist immer noch der gleiche Comic-Stil so, aber es ist irgendwie so ein bisschen mehr HD-mäßig, sag ich mal. Also jetzt nicht zwingend HD. Also es ist jetzt nicht klassisch HD, aber es ist so ein bisschen. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Ihr seht es ja selber. Okay, verwenden Wasserflasche. Waschen wir uns damit die Hände, beziehungsweise das Gesicht ein bisschen sauber machen. Ich sag mal, war natürlich auch ein riesen emotionaler Bruch für Clementine. Oh nö. Oh shit. Oh. Also eigentlich haben wir da ja nachgeschaut. Die Waffe können wir nicht mitnehmen, ne? Nee. Also eigentlich haben wir da ja nachgeschaut. Aber ich befürchte, dass doch irgendwas in diesen Kabinen jetzt sein wird, weil sonst wäre die Flasche da nicht so dämlich reingerollt. Oder irgendwas ist hier. Die eine Kabine, wie gesagt, die waren ja auch schon zu sauber. So, alle Kabinen sind komplett kaputt und dreckig. Und die ist sauber. Das macht irgendwie wenig Sinn. Also ich habe ein bisschen Sorge. Aber gut, wir sind ja Quicktime-Event-Meister und Meisterin. Ew. Und unsere Waffe liegt jetzt draußen auf dem Waschbecken. Wer ist sie denn? Das ist nicht Krista. Es war aber auch kein Zombie. War halt auch wirklich uncool von Omid, dass er uns da so allein in die Toilette geschickt hat. Und niemand draußen Wache gehalten hat. Oh ne. Hallo. I see you. Ich dich auch. Grüß dich. Get out of there. You're not fooling me. Who are you? None of your business. Are you gonna hurt me? Only if you're stupid. Get out here. Wir sind natürlich jetzt in all unseren Entscheidungen. You got anything on you? Come on, let's see. Sowohl die wir sagen können, als auch die wir tun können. I ain't gonna ask again. Anders als mit Lee, weil mit Lee hatten wir ja immer noch die Möglichkeit, uns irgendwie zu verteidigen, zu kämpfen.
Das mit Clementine natürlich eher... What else you got? That's it. Don't lie to me. I'll pop you. Jetzt sei mal nicht so. Give me what you got. I'm not screwing around. Come on. Please stop. Give me that hat. No. Where'd you get it? I asked you a question. My dad gave it to me. Just give it to me. Ja, diese Mütze werden wir nicht hergeben. Das ist das, was uns mit Lee verbindet. Junk, junk, junk. Look at all this junk. Shit, shit, and more shit. Why you ain't got nothing good? Da kommen zum Glück Omid und Krista. They had all kinds of good Zumindest shit. Omid, Krista, glaube ich nicht. That was a good catch. You ain't got nothing good. You're just a little fish. You gonna cry, little fish? Die ist wirklich sehr, daddy? Sehr unhöflich. Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier in den ersten Minuten der neuen Staffel direkt Omid verlieren. Das ist doch nicht cool. Bin ich ehrlich, hätte ich genauso gehandelt wie Krista. Hätten wir das verhindern können, wenn wir ihr die Mütze gegeben hätten? Ich weiß es nicht. Omid, can you hear me? Omid. Ja, das ist das, worüber wir am Anfang gesprochen haben. The Walking Dead ist einfach knallhart. Ist einfach wirklich knallhart. Und die zweite Staffel haut uns direkt eine rein. Wir sind hier wenige Minuten im Game und direkt wird uns eine geschallert. So, dass gar nicht die Illusionen aufkommen, dass hier einen auf Happy Family zwischen Omid, Krista und Clementine gemacht wird, sondern es wird direkt reingeschallert. Kracht und pfeift direkt. Ja, nicht schön. 16 Monate später, okay, also wäre so oder so passiert. Hätten wir keine Möglichkeit zu verändern. Krista, talk to me. Okay, sie sind zumindest noch zusammen unterwegs. Aber klar, Krista natürlich. Sie scheint auch das Baby verloren zu haben, weil wir sehen es zumindest nicht. This will never work. Look at this. Nee, kein Baby, Omid. The wood's too wet to burn. More smoke than flame. At this rate, we'll be eating this for breakfast. It's okay. I can wait. All we do is wait. And for what? You should be doing this, not me. Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise... Ich bin gespannt, ob wir erfahren, was mit dem Baby noch passiert ist. Omid, sprechen wir besser nicht an. We can't build a big fire at night. It attracts too much attention. It's too dangerous when we're out here by ourselves. We need to eat, don't we? We can't survive without food. I'm freezing. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington. Then talk to me about cold. If we make it. We still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet, then ice, then snow. It won't be easy. Aber ich finde, ich finde gut, dass Krista sich trotz allem immer noch verpflichtet fühlt, sich um Clementine zu kümmern. Weil sie hätte ja auch genauso gut sagen können, entweder sie nimmt den gleichen Ausweg wie Katja damals. Oder aber sie sagt, komm, hau ab. Aber nee, sie hält trotzdem an ihrem Versprechen gegenüber Lee fest. Naja.
Skirini da überhaupt? Sieht aus wie eine Katze. Okay, also wie gesagt, Umid habe ich Angst anzusprechen. Und ich vermisse ja auch Lee. Ich als Spieler, ich vermisse Lee. I'm sure you do. I'm gonna go look for more wood. You just keep the fire lit. Hoffentlich müssen wir das nicht machen, dann ist das Feuer definitiv aus. Oh, geht schon aus gerade. Ach, da war das Foto von Lee. Ja. Schauen wir uns an. Auch wenn das Feuer dadurch jetzt ausgeht. Aber diesen Moment des Gedenkens an Lee nehmen wir uns. Weil wir vermissen ihn doch. Was? Achso, ich dachte, sie schmeißt es weg. Wir vermissen ihn ja auch, sind wir ehrlich, so, ne? Die Zeichnung von ihren Eltern, klar. Ah ne, das sind auch. Nee. Das sind Kenny, Katja und Doug, auch die. Oh Mann, da ist das Feuerzeug, nehmen wir. Weil seid ehrlich, ihr vermisst doch Lee auch. Ich sag mal, dieses Verhältnis zwischen Lee und, also Verhältnis klingt jetzt falsch, aber ihr wisst ja, wie ich es meine, zwischen Lee und Clementine, das war so schön einfach. Also das war so, ja, gegenseitig beschützend und kraftgebend. Und dann immer diese wunderbare Musik, sobald, Lee und Clementine zu zweit waren und sich unterhalten haben über irgendwas, dieses wunderbare Lied da immer bei, also. Better, but still not enough. The flames are too low. Das ist ja einfach was, was wir wirklich vermissen, ne? Ich meine, wir wollen jetzt nicht allzu sehr in der Vergangenheit schwelgen. Klar, wir sind jetzt hier in der zweiten Staffel. Da werden auch wieder viele einerseits schöne Dinge passieren, andererseits natürlich auch genauso wieder traurige und dramatische Dinge. This will never cook. Ja, ich würde ja auch gern. Ach so, so geht das jetzt, okay. Wie geht denn das jetzt hier? Weil ich kann es ja hier auswählen mit dem Mausrad. Ach, mein Gott. Aktion durchwählen durch Warnkreuze hängen. Auswahl anzeigen, okay. Ach da, Verwendelager. Ach, da unten steht's doch. Wir werden auf keinen Fall die Zeichnung oder das Foto verbrennen. Wir nehmen auf jeden Fall das alte Holzscheit. Also selbst wenn das Feuer dann jetzt nicht klappt. Wir werden hier keine Erinnerungen an die wichtigsten Personen in Clementines Leben. Oh, versteck dich, Clem, schnell. Zum Glück haben wir das Foto und die Zeichnung eingesteckt. Don't fucking lie to us. Who do you think you're fooling here? Give us the truth and you don't get hurt. You fucking with me? Where's the rest of your group? I'm by myself. Bullshit. She's lying. Cut the shit, lady. It's just me. Come on, guys. What the Krista, fuck? Krista, run! Hey! Haben wir gut gemacht. War die richtige Entscheidung, Krista zu retten.
Get- und ich würde aber auch sagen, dann, meine lieben Freundinnen und Freunde, es reicht für die jetzige Folge. Wir werden die Flucht hoffentlich mit Krista zusammen in der nächsten Folge gemeinsam erleben. Dann werden wir auch aufhören, hier so rührselig immer über die erste Staffel und über Lee und so weiter zu reden. Wie gesagt, diese Folge musste das nochmal ein bisschen raus. Aber in der nächsten Folge konzentrieren wir uns dann komplett auf die neue Staffel. Freue ich mich drauf und ich freue mich darauf, dass ihr dabei seid. Schaltet gerne ein. Oh Gott, Himmel, die Berge. Ja, also wie gesagt, tschüss.